Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Zöller. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 14. September. Gut, hier haben wir wieder den normalen Tagesschart. Der DAX ist am Vortag über diese Marke von 12.070, 12.100 Punkten nach oben ausgebrochen und hatte dann im Hoch den Bereich von 12.130 Punkten erreicht. In Folge ging es aber doch wieder runter. Ja, wir sind hier bei 12.055 Punkten aus dem Handel gegangen, aber die Aufwärtsdynamik ist noch nicht gebrochen. Also, es könnte nun sein, dass der DAX hier noch ein wenig weiter nachgibt. In niedrigeren Zeitebenen sieht es aber so aus, dass der Aufwärtstrend weiter beibehalten wird und es doch nochmal zu einer weiteren Aufwärtswelle kommen wird. Im weiteren Blick rechne ich damit, dass der Index eventuell noch weiter ansteigt hier im Verlauf, aber dann doch hier vielleicht im Bereich von 12.150, 12.200 Punkten ungefähr wieder nach unten abdreht und dann erst in Folge einen Boden bildet. Ja. Dann wird man eben sehen, ob der Bereich dann von 11.900 nochmal unterschritten wird, eventuell der Bereich von 11.700 Punkten angelaufen wird, ne, und dann wird man in diesen Zonen wieder auf Bodenbildungen achten und neue Long-Positionen eingehen, also Long antesten und kleine Long-Positionen eingehen und dann eben abwarten, wie sich dann der Markt verhält und ob sich weitere Aufwärtsdynamik entwickelt. Schauen wir uns den vereinfachten Tageschart an mit den Markierungslinien für den heutigen Freitag. Da haben wir die rote Linie bei 12.100, die dunkelrote bei 12.140, hier etwas über dem Vortageshoch, die hellgrüne bei 12.040 und die dunkelgrüne bei 12.000 Punkten. Ich rechne damit, dass sich der DAX hier wahrscheinlich im heutigen Tageshandel in diesem Bereich 12.000 Punkte, vielleicht 11.990, 12.040 in diesen 50 Punkten praktisch fangen wird bei einer Korrektur und in Folge wieder nach oben abdreht und wieder Kurs nimmt hier auf eine 12.100 Punkte. Ja. Sollte der Index doch weiter nach unten durchbrechen, dann wäre das direkt ein Schwächesignal und dann wäre die Korrektur möglicherweise schon beendet hier. Und es könnten direkt tiefere Kurse erreicht werden, gerade bei einem Durchbruch dann unter 11.900 Punkte. Weiterhin ist darauf zu achten, dass wir hier immer noch im Aufwärtstrend sind, kurzfristig, also immer noch der blaue Kreis hier vorhanden ist und nicht der rote. Und daher eher im kurzfristigen Bereich eben eher noch mit steigenden Kursen zu rechnen ist. Ja, deswegen denke ich auch, ne, dass sich eine mögliche Korrektur nicht zu stark nach unten ausdehnen wird aktuell, sondern wahrscheinlich schon im Bereich um 12.000 Punkte ausläuft und in Folge doch nochmal wieder ein Anstieg gelingt und erst dann der weitere Kursrückgang erfolgt, wahrscheinlich dann unter 12.000 und unter 11.900 Punkte. Im Wochenchart befindet sich hier auch die rote Markierungslinie im Bereich von 12.000 Punkten, die ebenfalls nochmal Unterstützung bieten sollte. Ne, solange sich der Index eben hier über 12.000 Punkte aufhält, ist weiterhin mit einem Hochlauf, ne, zu rechnen Richtung 12.200 Punkte ungefähr. Das würde sich dann auch mit der Analyse von vorhin denken, mit dem Tageschart, ne, dass wir eventuell nochmal etwas tiefer korrigieren werden. Im heutigen Tageshandel eventuell eben bis ungefähr 12.000 Punkte und dann doch nochmal hochziehen. Sollten wir eben unter 12.000 Punkte abrutschen, dann würde mit jedem Punkt nach unten die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Korrektur doch schon beendet ist im Bereich von 12.100 Punkten, 12.130 und es in Folge dann doch runtergeht Richtung 11.900 und 11.820 Punkte. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg im Handel heute, schon mal ein schönes Wochenende. Ich melde mich dann mit Kommentaren unter dem Video wieder und dann am Montagmorgen dann mit dem ING Markets Morning Call. Viel Erfolg!